wunderschönen guten Abend zusammen. Ich habe mich hier mit Jörg zusammengefunden, um ein paar Fragen zu klären für, ich sag jetzt mal, Bibelneulinge, wie mich zum Beispiel und stellvertretend eben für alle, die entweder ja schon in die Richtung gehen möchten oder vielleicht noch gar nicht wissen, dass es eigentlich sowieso in die Richtung geht. Jeder kommt ja aus verschiedensten Themenbereichen mehr oder weniger vielleicht in Berührung damit und ich habe ja so einen ganz groben Katalog zusammengearbeitet, was man denn so fragen könnte und wir werden sehen, wie wir damit Antworten hinkommen und jemanden erreichen können. Also sage ich mal Hallo für alle und ja, danke Jörg, dass du dir die Zeit nimmst dafür. Ja, mich kennen die Leute, nachdem du mich jetzt auch sozusagen interviewen willst, aber vielleicht solltest du mal eben die Mühe machen, dich vorzustellen. Du hast recht, das habe ich nicht mal mit Namen gemacht. Genau, ein passender Avatar kommt noch. Ich bin René, bin ein Ex-Berliner, der über Wohnmobilleben ganz gemütlich aufs Land gekommen ist und hier auf dem Lande versucht, mit seiner kleinen Familie zur Ruhe zu kommen und in so einer gewissen Aufholjagd vor wenigen Jahren, das sind bald drei, glaube ich, angestoßen durch so ein Rechtsthema, sehr viel recherchiert habe über alle Themen, die mir zugekommen sind. Ich habe das sehr akkordmäßig gemacht und bin halt immer wieder bei der Bibel gelandet. Und zum Glück, ich möchte jetzt sagen, sowas wie letztendlich bei Jörg. Ja. So möchte ich das als Kürze, wenn das reicht. Ja, ich habe dem nichts zuzufügen. Es ist deine Show. Ich stelle nur die Plattform zur Verfügung. Jetzt sagst du, fragst du, was du gerne machen möchtest, René. Richtig, richtig. Dann fangen wir mal mit zum Beispiel dem Ende an. Das ist jetzt auch direkt von mir. Du beendest oft die Videos mit Maranatha. Ja. Ich habe das Wort noch nie gehört und noch kein, nach bald 200 Stunden, glaube ich, bei dir auf keinen Hinweis gefunden. Ich habe zugeben auch gar nicht gegoogelt. Ich dachte, ich frage dich einfach mal und du sagst mal ganz kurz, wofür das steht, was das bedeutet und warum du es sagst. Maranatha ist ein biblischer Gruß, der in der Bibel vorkommt und zwar im Neuen Testament und der so viel heißt wie unser Herr ist gekommen. Und ich zeige das mal eben hier. Maranatha, ich suche das mal eben. Maranatha. Such das mal eben. Das ganze Bibel kann ich suchen, aber das kommt nur im Neuen Testament vor. 1. Korinther 16, 22. Ja? Ach, da bin ich noch nicht. Dann suchen wir das mal eben hier online in der Schlachter 2000. Dafür machen wir ja die Dinge. Schlachter 2000, 1. Korinther, was war's? 16, 22. Also 1. Korinther 16, 22. Und da lesen wir, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha. Ja? Hier wird dieser Gruß einmal gebraucht. Und wenn ich das Wort dann mal google, dann heißt es, das ist jetzt leider hier in Niederländisch, weil ich bin ja hier in Belgien, da kriege ich meistens das in Niederländisch. Ja, mal kurz auf Deutsch. Maranatha ist ein aramäischer Ausruf. Aramäisch ist der hebräische Dialekt, von dem gesagt wird, dass Jesus Christus ihn auch gesprochen hat, der wohl von den frühen Christen benutzt wurde. In frühchristlicher Zeit drückte das aramäische Wort Maranatha die Erwartung der baldigen Wiederkehr Jesu Christi nach seiner Himmelfahrt aus. Es findet sich in der Bibel an der Stelle, die wir gerade gezeigt hatten. Mögliche Übersetzungen sind: Unser Herr ist gekommen. Maranatha, oder unser Herr wird kommen, oder am wahrscheinlichsten unser Herr komm. Ja, und das ist also ein Gruß, ein christlicher Gruß, und deswegen gebrauche ich dieses Wort zum Ende meiner Videos, um meine Mitmenschen, meine Mitbrüder und Mitschwestern in Christus zu grüßen und ihnen eine gute Zeit bis zum nächsten Zusammentreffen zu wünschen, was normalerweise zum Beispiel das nächste Video von mir wäre, das die Leute sich vielleicht anschauen. Das heißt also, man kann das ähnlich wie dieses Grüezi oder der Servus eher vielleicht am Anfang auch benutzen, als Hallo. Genauso wie du es jetzt am Ende benutzt. Es ist ein christlicher Gruß, kein weltlicher Gruß. Es ist ein Gruß für Christen untereinander. Grüezi, Moin Moin, Salü, Grüß Gott, Tach. Das sind alles irgendwelche weltlichen Grüße. Maranatha ist ein Gruß, mit dem Christen untereinander sich grüßen, wenn man das wünscht. Das ist ein Ausdruck eines geistlichen Wunsches für den anderen. Dass man sagt, guck, wir sind hier zusammen und unser Herr ist gekommen oder unser Herr komme,
unser Herr komme, dafür sind wir hier. Wir Christen sind überhaupt nur dafür hier. Es ist auch was anderes, jemandem einen guten Tag zu wünschen. Maranatha ist wirklich eine intensive Grußformel mit einem christlichen Hintergrund. Das ist wohl wahr. Dann habe ich es jetzt, denke ich mal. Und dann wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich auch alle anderen auch schon. Danke. Und warum, also wann und warum hast du dich dann dazu entschieden, das zu benutzen? Also drauf stießt gleich, oder? Nee, drauf gestoßen bin ich durch Videos zu schauen, bestimmte englischsprachige Videos. Jetzt schlag mich tot. Ich kann dir nicht mehr garantieren, dass ich jetzt die Wahrheit sage, dass es war bei Adrian McQueen, der Videos macht unter dem YouTube-Kanal Even at the Door. Ich glaube, es war bei ihm, aber ich bin nicht sicher. Ich weiß, dass auch heutzutage endet er seine Videos immer mit In the End, Truth Will Conquer. Eine Aussprache von John Wycliffe, meine ich. Auch sehr schön. Aber da irgend so ein Video habe ich das gehört, das Maranatha. Und da habe ich gedacht, was ist das? Und habe ich das nachgeguckt, wie jetzt gerade eben, gegoogelt. Und dann habe ich das übernommen. Ich hatte, bevor Gott mich bekehrt zu ihm hat, habe ich die Grußweise gebraucht, Lakesh oder in Lakesh. Das habe ich mal irgendwann gehört. Ja. Aber ich weiß nicht, was es. Das wird viel gebraucht. Das wird viel gebraucht von New Agern. Unter anderem dieser eine Typ da. Wie heißt der wieder? Oh, der hat so eine New Age Webseite. Mann. Warte mal. In Lakesh, das schreibt man, glaube ich, so. In Lakesh, in Lakin, Alakin, ja, das hier. Das ist aus der mayaischen Tradition, dass das kommt. In Lakesh, Alakin. Der lebende Code des Herzens oder wie auch immer. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, von wem ich das genau hatte. Ich komme nicht mehr auf seinen Namen im Moment. Ich muss verrecken, das passiert mir eben manchmal. Naja, wir sind ja auch schon weiter ins Detail als eigentlich vielleicht nötig, aber ist auf jeden Fall sehr interessant. Na, jedenfalls habe ich früher diesen Gruß gebraucht, so in der Zeit, als ich angefangen hatte, mich mit dem Wahrheits, mit der Wahrheitsbewegung zu beschäftigen. Mhm. Und das schien mir ein interessanter internationaler Gruß. Ja, wenn du im Englischen beschäftigt bist, kannst du den Leuten nicht Moin Moin oder Tschüss oder sowas sagen. Ja. Und deswegen hatte ich damals In Lakesh gebraucht und als ich dann von Gott überzeugt wurde, Christ zu sein und seine Gnade, sein Geschenk, das er mir da gereicht hat, endlich anzunehmen, dann bin ich irgendwann auf Maranatha umgeschwenkt und das gebrauche ich seitdem heute. Ich gebrauche natürlich auch noch viel, das hörst du ja in meinen Videos. Ich habe früher in meinen Videos zum Ende immer Tschüss gesagt oder ich sage zur Begrüßung Hallo und Moin Moin, aber ich meine, da muss man gar nicht weiter irgendwie was nachdenken. Ich möchte die Leute halt irgendwie begrüßen und ich möchte probieren, mit den Leuten eine persönliche Beziehung aufzubauen. Und das kann man eben nur, wenn man sie eben auch persönlich anspricht. Und wenn du dir schon die Mühe machst, die Fragen darüber zu stellen, ja, wieso begrüßt du die Leute oder wie du verabschiedest die Leute mit Maranatha, was heißt das, wo kommt das her, wieso gebrauchst du das, dann ist das doch ein Zeichen, dass da Interesse für ist, um das auch zu wissen. Und je mehr man die Ausdrücke kennt von denjenigen, mit denen man sich umgibt, desto mehr man oder desto besser man auch die Menschen kennt. Genau. Und jeder, der sich die Frage gestellt hat, der hat sie jetzt beantwortet bekommen. Und zwar schön ausführlich. Danke nochmal. Ja. Und dann wären wir gleich beim nächsten, denn ich habe dich, ich glaube, maximal zweimal Amen sagen hören. So ja. Wie mir bekannt ist, ist das ein typischer Abschluss eines Gebetes. Da ich mich auch damit nicht beschäftigt habe und wenn ich mich das frage, frage ich es ehrlich gesagt lieber am liebsten gleich und höre deine Worte dazu. Kannst du mal was dazu sagen? Ich habe eine ganze Zeit das Wort Amen vermieden wie die Pest. Aus dem einfachen Grunde, weil ich durch eine Webseite von einem meiner früheren, zwischen Anführungszeichen, Brüder in Christus, mit denen ich einige Zeit im Internetradio und auch über Skype zu sprechen verbracht habe, einer, der komischerweise immer seinen Namen geändert hat, und der hat eine Webseite, die heißt Avenue of Light. Ja? Können wir ja mal eben hingehen, kann dir die Webseite gerne mal zeigen. Warte mal, Avenue of Light, ja? Ich vermute einen ähnlichen Hintergrund, denn ich habe auch etwas nicht Positives darüber gehört und seitdem
habe ich das selbst, als ich einmal beim Gottesdienst war, wirklich gemieden, dieses Wort wie die Gruppe auszusprechen, weil ich mir nicht sicher bin und ich habe auch noch nicht tief genug recherchiert. Ja. Jetzt frage ich dich mit. Genau. Ja, also das ist seine Website hier, Avenue of Light. Der hat verschiedene Namen, unter denen er sich nennt, deswegen erwähne ich da auch keinen einzigen von, das muss er selbst alles wissen. Und der hat hier auf seiner Webseite irgendwo einen Artikel, jetzt schlag mich tot, wo der ist, ich meine, ich bin so lange nicht mehr auf dem seiner Webseite gewesen. Bible Studies, glaube ich gar nicht mal, dass es da war. Der hat irgendwo Artikel hier über Amen. Und er schreibt in einem, hat er irgendwie eine Suchmaschine? Er hat eine Suchmaschine, dann können wir vielleicht in der Suchmaschine das eingeben. Ups, Amen. Und er hat einen Artikel hier auf der Webseite, wo er darüber schreibt, dass das Amen, das Wort Amen eben kommt aus dem Ägyptischen. Amen Ra, ja, über diesen ägyptischen Gott. Und dass das eben nicht, nicht biblisch ist. Also anscheinend findet man hier Amen so viel. Das ist, okay, jetzt nicht unbedingt um zu sagen, das ist... Also ich weiß, er hat ja einen Artikel irgendwo. Ich habe ihn damals ja gelesen, aber wie gesagt... Den kann man suchen, wenn man dann noch mehr genauer... Aber ja, kannst du erzählen. Also ich beschäftige mich mit dem Typen nicht mehr und von daher ist das alles für mich ziemlich Jacke wie Hose. Auf jeden Fall hat er diesen Artikel da von wegen über das Amen, dass das eben... ein Ausdruck ist, um den Gott der Ägypter anzubeten, Amen Ra, Amen, dass das daher kommt und dass das deswegen in sozusagen in die Bibel eingeschmuggelt wurde. Nur es gibt keine einzige Bibel auf der ganzen Welt, die das Wort Amen nicht hat. Selbst die König James hat's. Und im Endeffekt habe ich mir gesagt, schau Jörg, wenn du darauf vertraust, dass Gott sein einzig wahres Wort bewahrt, bis in alle Ewigkeit. Und wenn du davon überzeugt bist, dass das in Englisch die König James ist, dann ist auch das Wort Amen, wenn es da drin steht, korrekt, sonst würde Gott es nicht gebrauchen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich glaube Gott mehr als den Menschen. Und habe deswegen diese Lehre, von, dass das vielleicht von Amen Ra kommen könnte, wobei ich mich dann mal frage, wo ist bitte schön der ägyptische Einfluss in der Bibel? Ein ganz anderes Thema. Habe ich gesagt, diese Studien interessieren mich nicht. Das ist oftmals eben auch dafür da, um die Menschen von Gott wegzulenken. Und wenn man ein wenig die Geschichte dieser Person kennt, die die Webseite betreibt, Avenue of Light, der in früheren Videos von mir damit bei ist, als Gast in den ganz frühen Aufzeichnungen von Nothing But the Truth, erscheint er, glaube ich, mal. Und in, als wir die Serie gemacht hatten, The Characteristics of Antichrist im Englischen, da war er auch mit bei. Und hat so viel Aufruhr gesorgt in der ersten Sendung, dass wir zum Schluss, als wir die Serie fertig hatten, die ersten drei Charakterzüge noch, glaube ich, nochmal machen mussten und dann ein oder zwei neue Videos davon gemacht hatten, weil wir das nicht wollten, dass er dabei war und dass dieser Zwist, den er in der Gruppe verteilt hat, damit auf den Aufnahmen drauf war. Und deswegen hatten wir das nochmal neu aufgenommen. Wir, damit meine ich jetzt Tom Fress. Und ich weiß gar nicht, ob Walt Stickel da auch mit bei war, wir drei. Na jedenfalls habe ich einfach gesagt, ciao, ich glaube Gott mehr als den Menschen. Und wenn ich davon ausgehe, dass Gott in der englischen Sprache sein Wort bewahrt hat, in der König James Bibel, und da steht das Wort Amen darin, dann akzeptiere ich, dass das so ist. Weißt du, ich verstehe nicht die Wege des Herrn. Er wird seine Gründe dafür haben. Und deswegen gebrauche ich das Wort heutzutage immer noch sehr wenig. Ich gebrauche es, aber ich gebrauche es sehr wenig. Ich sage meistens Danke, Herr, oder Danke, Vater. Richtig, denn wir können uns auf jeden Fall alle sicher sein, es gilt auch immer die Motivation. Also das, was gemeint ist. Selbst wenn man sich an einer Stelle eben unsicher ist, ne? Oder denn das wird auf jeden Fall von Gott wahrgenommen. Unser Vater schaut in unser Herz, René. Eben. Und das, was wir aus unserem Mund sprechen, das ist normalerweise, Jesus hat gesagt, nicht das, was in einen Mund, was in den Menschen hineingeht, also was man sich in den Mund reinsteckt, das verschmutzt ihn oder beschmutzt ihn, sondern das, was aus seinem Mund kommt, beschmutzt ihn. Weil das, was aus seinem Mund kommt, das kommt aus seinem Herzen. Und das Herz des Menschen ist schlecht von Anfang an, wie es im Genesis steht, kurz vor der Flut. Ja? Ich hab's hier genau stehen. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und was verunreinigt den Menschen? Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung.
Ja, ich habe das nur mal rauskopiert. Schön, schön, dass du das da rauskopiert hast. Das ist natürlich sehr passend, dass ich das erwähne und dass du das gleich passend da liegen hast. Ich weiß nicht all die ganzen Bibelstellen. Ich habe die Bibel nie von A bis Z gelesen. Ja? Ich bin immer noch damit beschäftigt, eine Bibelstudie zu machen und ich werde mein ganzes Leben damit verbringen und werde die tun und vielleicht werde ich die Bibel bis zum Ende meines Lebens niemals vollständig von A bis Z gelesen haben. Aber da geht es gar nicht drum. Es geht nicht darum, die Bibel von A bis Z zu lesen. Es geht darum, ein Verständnis für die Bibel zu entwickeln. Die Bibel ist das Wort Gottes, mit dem er sich uns zu erkennen gibt, wodurch wir die Möglichkeit haben, ihn kennenzulernen, womit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und solange ich weiß, mit wem ich es zu tun habe und solange ich meinen Gott kenne und keine offenen Fragen über ihn habe, ist das gut. Und wenn ich offene Fragen über ihn habe, dann vertraue ich darauf, dass der Heilige Geist mich in meinen Bibelstudien dazu leitet, das Verständnis zu bekommen und dass ich auf die Art und Weise dann meine Fragen beantwortet bekomme und weiß, wo ich in der Bibel nachschlagen muss, um die Fragen beantwortet zu kommen. Richtig. Weißt du, du hast dir einen Fragenkatalog vorbereitet für dieses Video und ich möchte dir mal ganz ehrlich sagen, und das ist eine Aussage, die gebe ich an jeden gerne weiter. Welche Frage wir auch immer auf dieser Welt haben, alle Fragen werden beantwortet in der Bibel. Man muss nur wissen, wo man nachschauen muss. Und Richtig. Das ist eben das Problem, dass die meisten das nicht wissen. Ja? Schön, dass du es gesagt hast, ja. Denn ich habe das jetzt auch so gesehen, ne? Das fiel mir jetzt zu, so viel zu dem Wort Zufall, ne? Dass ich das hier gerade eben in Erinnerung hatte, warte mal, das habe ich doch hier extra reinkopiert. Und Das ist kein Zufall, das ist die Arbeit des Heiligen Geistes, René. Wenn es einem zufällt und von dort fällt es zu, und zwar von oben nach unten, würde ich jetzt dazu sagen. Tja, wo war ich da stehen geblieben? Ach so, bei dem, genau, bei der Schlachter 2000 Einleitung. Fand ich das auch schön formuliert, wo es eben darum geht, ne? Jeder, also so sehe ich das, wird ja auf seine Art geführt. Deswegen ist es auch nicht für jeden gleich, sich mit der Bibel zu beschäftigen. Du hast selbst gesagt, vielleicht wirst du sie vielleicht nie ganz durchgelesen haben. Du arbeitest so damit. Ich habe jetzt, nachdem ich das Evangelium von Matthäus gelesen habe, wenn ich richtig liege, ja, gemerkt, dass ich doch nochmal ganz von vorne anfangen möchte. Also zumindest da, wo ich war. Ich glaube, bei dem Bruder Esau, glaube ich, war das genau. Und einfach mal die Bibel von vorne bis hinten komplett durchlese. Natürlich zwischendurch im Studium springt man immer und guckt hier und da, das ist auf jeden Fall klar. Aber die Geschichte einmal als die Geschichte halt eben durchzulesen. Mhm. Und ich denke mal, das ist wirklich für jeden eben anders. Und genauso wird ja auch jeder anscheinend auf seine Art irgendwie dahin geführt, wenn er, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Glück hat, ja. Und ja. Ich hab's auch. Ich habe die Bibel einmal angefangen zu lesen und bin gekommen bis in das zweite Buch Samuel. Dann habe ich nochmal angefangen, habe sie nochmal von vorne gelesen, bin jetzt im Deuteronomium 31, was du hier stehen siehst. Das ist also das fünfte Buch Mose, Kapitel 31. Und in meiner wöchentlichen Bibelstudie, die ich mit Tom Fress und Brett Norman mache, die habe ich vor knapp 2 Jahren oder was mit Tom damals alleine angefangen, da war Brett noch nicht dabei. Sind wir angefangen im ersten Kapitel von Matthäus und wir sind jetzt bei Hebräer, Kapitel 10. Also das ist schon, lass uns mal sagen, eine ziemlich lange Zeit, die man braucht, um solche Dinge zu studieren. Und ich bin jetzt im Deuteronomium 31 angekommen und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich glaube, ich habe ein halbes Jahr oder so schon nicht mehr da weitergelesen, wenn es nicht länger ist. Ja? Bin also auch da im Grunde schon wieder raus. Ich könnte im Grunde sagen von, nee, fang noch mal an. Aber ich werde wahrscheinlich eher, wenn ich nochmal anfange, im Buch Deuteronomium selbst nochmal anfangen. Das Buch Deuteronomium ist ein sehr interessantes Buch und da werde ich vielleicht nochmal anfangen. Und da werde ich von da aus dann probieren weiterzugehen über Joshua und Samuel und Könige und Richter und was weiß ich nicht alles, was da ist, um dann die ganze Geschichte von David und Salomon mal zu lernen. Und dann haben wir die Propheten Esra und natürlich das Buch Hiob. Das wohl älteste Buch der Bibel überhaupt. Die Psalmen. Ich meine, ich habe die Psalmen nicht gelesen, aber hier und da einen Psalm habe ich immer mal gelesen. Teilweise vorgelesen, teilweise, weil da Dinge drin standen, die ich fantastisch fand. Nicht nur die Psalme finde ich super, ich finde auch wie heißt das, Sprüche. Das ist das Buch hinter dem Psalm, das da kommt. Sprüche ist ganz fantastisch. Da gibt es zum Beispiel diesen einen Sprüche 15. Der fällt mir immer wieder ein. Eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab, ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Die Zunge der Weisen gibt gute Lehre, aber der Mund der Toren schwatzt viel dummes Zeug.
Die Augen des Herrn sind überall. Sie erspähen die Bösen und die Guten. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. Ist aber Verkehrtheit in ihr, verwundet sie den Geist. Ein Narr verschmäht die Zucht seines Vaters. Wer aber auf die Zurechtweisung achtet, der wird klug. Im Haus des Gerechten ist ein reicher Schatz. Im Einkommen des Gottlosen aber ist Zerrüttung. Die Lippen der Weisen säen Erkenntnis, das Herz der Narren aber ist unaufrichtig. Das sind Verse 1 bis 7 aus Sprüche Kapitel 15. Finde ich ein sehr schönes Teil der Bibel zu lesen. Und wenn man sowas liest oder wenn ich sowas lese, dann komme ich zur Ruhe, dann finde ich meinen inneren Frieden. Dann finde ich meinen Frieden mit meinem Herrn und ich finde so in der Bibel studieren und ab und zu mal etwas aus der Bibel zu lesen viel wichtiger, als mich täglich hinzuknien und zu beten, aus dem einfachen Grunde, weil der Herr kennt meine Gedanken. Ich muss mich dafür nicht jetzt spezial in meinen Schrank einschließen oder in mein Schlafzimmer hier einschließen und auf die Knie fallen und muss zu ihm beten. In Gedanken bin ich im Grunde immer bei meinem Herrn. Mein ganzer Tag, außer wenn ich irgendwo jetzt mal beschäftigt bin mit irgendwelchen Dingen wie Geld zu verdienen, was ich unbedingt auch mal nebenbei machen muss, dann jede andere Minute denke ich an den Herrn und denke ich nur, Arbeit zu tun für ihn. Und das nur, um dafür zu sorgen, dass sein Wort rausgetragen wird. Nicht zu meinem Reichtum und nicht zu meinem Ruhm, sondern zu seinem Reichtum und zu seinem Ruhm. Wie er sagt in Matthäus 6, legt eure Schätze an im Himmel, wo kein Rost und keine Diebe sie holen können. Ja? Legt euch geistige Schätze an. So, jetzt bin ich fertig. Jetzt kannst du gerne wieder was sagen. Das war sehr schön, vielen Dank. Und genauso ist es nämlich. Ruhe findet man eben darin. Sicherlich hat jeder seine bestimmten Vorlieben, wenn er die Bibel vielleicht schon mehrmals durch hat. Aber so ist es halt, dass man wirklich in jeglichem Sturm, in dem sich befindet, im Materiellen oder im Geistigen, darin Ruhe finden kann. Obwohl es sicherlich auch Stellen in der Bibel gibt, wo alle einstimmig der Meinung sind, die ist mir wichtiger als vielleicht eine andere Stelle, obwohl das Wort Gottes definitiv nicht unterschiedlich gewichtet werden kann. Nichtsdestotrotz gibt es ja selbst bei den Geboten noch eine leichte Gewichtung. Würdest du aus dem Stegreif irgendeinen bestimmten Bereich nennen können, an dem du definitiv bisher vorbeistudiert hast? Den du eben, dann noch nicht gelesen hast, sozusagen? Wenn dir aus dem Stegreif einer einfällt, wenn nicht, das kann man nämlich so rum eigentlich gar nicht. Ja, wie gesagt, also dadurch, dass ich die Bibel noch nicht von vorne bis hinten, also von A bis Z, von Alpha bis Omega durchgelesen habe, kann ich das ja im Grunde gar nicht sagen. Es gibt Dinge, die sich mir immer noch nicht erschließen. Ich habe viel von der Geschichte Israels im Alten Testament noch nicht gelesen. Die ganze Geschichte von der Herrschaft König Davids, seines Sohnes König Salomon, der Untergang der Israeliten, dadurch, dass sie abgefallen sind vom Glauben, dass Gott sie wieder und wieder bestraft hat, dass sie dem Sonnengott hinterhergelaufen sind und dass sie der Himmelskönigin geopfert haben und so weiter. All diese ganzen Sachen habe ich ja bis ins Detail noch gar nicht gelesen. Ich dachte gerade daran und dachte, deine Frage aber würde auch darauf hinauslaufen, ob man irgendwie eine Lieblingsbibelstelle hat, weil das ist ja auch eine Frage, die viele Leute einem immer stellen. Und ehrlich gesagt kann ich auf die Frage auch nicht antworten, ob ich eine Lieblingsstelle habe, weil für mich ist die ganze Bibel mein Liebling. Ich umarme das ganze Wort Gottes. Ich nehme nicht irgendein Buch oder ein Kapitel oder einen Vers raus und sage, das ist jetzt die Essenz. Das geht auch gar nicht. Es gibt so viele wahnsinnig wichtige und gottverherrlichende Sprüche und den Geist erhellende Sprüche in der Bibel. So viele Verse, so viele Kapitel, so viele Bücher, die man lesen müsste in der Bibel, dass man immer dem anderen, also finde ich persönlich zumindest, Unrecht antut, den man dann nicht erwähnt, weißt du? Das ist wie wenn man sagt, ich möchte jetzt gerne mal die ganzen Protestanten aufzählen und dann zähle ich auf Martin Luther und Calvin und Melanchthon und Zwingli und Mortimer und Latimer und Ridley und Scott und Spurgeon und Wiley und... Aber wen vergesse ich nicht alles? Und ich tue immer dann denen Unrecht, die ich nicht aufzähle. Und wenn ich dann sage, das oder das ist mein Lieblingsvers aus der Bibel, damit tue ich den anderen Versen Unrecht. Und Gottes Wort ist nun mal... Alles ist Gottes Wort, die ganze Bibel ist Gottes Wort und da kann ich nicht ein Wort rausholen und sagen, das ist für mich wichtig oder das ist für mich das Wichtigste oder das fasst es zusammen. Es gibt nicht dieses eine Wort oder diesen einen Satz, der alles zusammenfasst,
Aber im Endeffekt finde ich einen der wichtigsten Sätze der Bibel, nicht unbedingt den schönsten, nicht unbedingt den für mich wichtigsten, aber einen der wichtigsten Sätze überhaupt in der Bibel, das ist im Grunde der allererste Satz. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wenn du nämlich diesen Satz nicht glaubst und wenn du diesen Satz nicht akzeptierst und dir verinnerlichst und danach lebst, dann musst du das Buch gar nicht weiterlesen. Dann ist man raus. Dann ist man raus, ganz einfach. Entweder geht es dann weiter oder nicht. Richtig. Ja, danke. Dann denke ich mal, wissen jetzt mit mir auf jeden Fall alle Bescheid und können auch gleichzeitig mit beruhigt sein, denn ich hatte nicht vor, dich eben nach einer Lieblingsstelle oder einem Lieblings-was auch immer zu fragen. Danach dürstet es mich nicht. Ich leite deswegen am besten auch gleich mal weiter auf, ja, ich sage jetzt mal mehr oder weniger die Bezeichnung des Schöpfers, unseres Gottes. Denn, wie gesagt, geht es ja dann darum, wie ist man jetzt wirklich informiert? Ich habe meistens liest man, Herr wird auch teilweise groß gesprochen, er wird Lord angesprochen im Englischen, Gott und Herr eben im Deutschen. Und viele, die sich vielleicht zum Beispiel auch jetzt, wenn sie sich damit beschäftigt haben, ich habe es auf jeden Fall von Klaus Jäger, wenn ich es mal so direkt informiere, ne, der ja auch dann, ich sag mal, von den Urlauten her die Leitung zu Yahuwah für Gott, dem Schöpfer, und Yahusha für Jesus sozusagen, als die richtigen oder die wahren aus der entsprechenden Übersetzung Bezeichnungen für. Und die wären halt dementsprechend so und so oft. Das sind wohl 6.000 Mal ist das Wort Herr oder Gott eben im Deutschen wohl zu finden. Und dementsprechend hätte dort dann Yahuwah stehen müssen. Na, Magst du an der Stelle schon was dazu sagen? ich weiß, dass viele Leute sich mit solchen Dingen unglaublich beschäftigen. Du erwähntest jetzt gerade eben Klaus Jäger. Klaus Jäger steht bei mir auf der Liste der verbotenen YouTube-Kanäle. Ich weiß, ja. Tony Mahoney ist in der letzten Zeit auch sehr beschäftigt, sich mit der Bibel zu beschäftigen und Tatsächlich, spricht ja. auf einmal nur noch von Yahuwah, Yahshua, was weiß ich, diese ganzen Namen. Also. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich ahne es nämlich schon, deswegen. Es geht Also, darum, wie es gemeint ist. Ne? erstens mal, die Worte, die ich ausspreche, sind eine Sache, aber die Worte, die ich im Herzen habe, sind eine andere, wenn ich meinen Vater anspreche. Das allererste Mal, der allererste Moment, wenn Gott zu einem Menschen sagt, wie er heißt, sagt er es selber. Er sagt es zu Mose, ne? Ist es nicht Mose? Ist es Abraham oder ist es Mose? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Er sagt, Bin ich auch nicht sicher. ich glaube, er sagt es zu Mose, weil Mose fragt, ja, was soll ich denn den Israeliten sagen? Wer hat das denn zu mir gesagt? Ja, richtig. Und er sagt zu ihm, ich bin der ich bin. I am who I am. Richtig, genau. Weiter nicht. Ich bin. Ja, heutzutage finden wir diese, wie soll man das jetzt sagen? Verunglimpfung in unserer Welt wieder mit diesem I am, vor allen Dingen im Englischen, wird in der letzten Zeit sehr viel Spott getrieben. Musst du mal drauf achten. Ist mir aufgefallen, jetzt wo du es erwähnst, ja. Und wo hat das jetzt seinen Ursprung? Also, erstens meine ich, dass ich als eine geschaffene Kreatur von meinem Herrn gar nicht in der Lage bin, seinen Namen überhaupt zu verstehen oder auszusprechen. Ich kann Gott gar nicht fassen. Ja? Wenn ich aber jemanden mit seinem Namen anspreche, dann ist er mir ein Bekannter, ein Vertrauter und dann sagt mir der Name irgendetwas. Wenn ich dich mit René anspreche, dann weiß ich, du bist ein Bruder in Christus, den ich vor kurzem kennengelernt habe über Skype, der sich mit mir in Verbindung gesetzt hat, weil er gerne an der Lesung für Romanismus und die Reformation teilnehmen möchte. Und ich spreche deinen Namen aus, ohne da irgendwie besonderen Nachdruck dran zu hinterlegen oder irgendwas Besonderes dabei zu denken. Das ist eben einfach dein Name. Bei meinem Herrn ist das natürlich eine andere Sache. Er ist der Potter, also derjenige, der die Gefäße macht, und wir sind die Gefäße, die er macht. Wie kann das Gefäß den Schöpfer fragen, warum hast du mich gemacht? Steht übrigens auch so in der Bibel drin, diese Frage, ja, diese Lächerlichkeit, ne? Wie kann das Geschöpf überhaupt fassen, was der Schöpfer mit ihm macht? Ich glaube, Gott ist so unglaublich, so unvorstellbar für unsere fleischlichen, sündigen, niedrigen Gehirne überhaupt, dass wir ihn gar nicht wahrnehmen können auf die Art und Weise, wie wir ihn wahrnehmen sollen. Deswegen steht ja auch geschrieben,
wenn Jesus wiederkommt und wir, die wir leben, werden in einem Augenblick verwandelt und werden dann zu ihm aufsteigen und ihn in der Luft treffen. Und all die Gerechten, die in Christus gestorben sind, werden aus ihren Gräbern kommen und werden ihn mit uns in der Luft treffen. Und dann werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. So steht es geschrieben. Davor sehen wir ihn nicht. Wie können wir davor dann begreifen, was sein Name ist? Warum gebrauchen wir den Namen Yahuwa oder Jehova, um jetzt mal zwei von den meistgebrauchten Namen zu sagen, wenn Gott an der einzigen Stelle in der Bibel, also nicht der einzigen, aber an der ersten Stelle der Bibel, wo er von sich selber spricht, sagt, ich bin der ich bin. I am who I am. Dann nehme ich das und dann sage ich, Vater, der du bist im Himmel. Sagen wir da nicht, der du bist, ich bin? Ja. Ja, da sagen wir das doch. Vater unser, der du bist im Himmel. Ich bin der ich bin. Ich brauche gar keinen anderen Namen für ihn. Und dann hast du natürlich noch diese Namensfrage über Jesus. Dass sie sagen, Jesus, ja, Jesus und Christus. Das endet aber auf US. Das ist ja typisch römisch. Das ist ein römischer Name. In der Bibel steht, ihr sollt ihn Immanuel nennen. Warum nennen sie ihn dann Jesus Christus? Ja, weil in der Bibel steht, nenne ihn Jesus. Da steht erst Immanuel und dann steht, nenne ihn Jesus. Und Christus hat eine Bedeutung, heißt nämlich der Gesalbte. Ja? Und Jesus ist der griechische Name, der an ihn gegeben wurde. Nicht der römische, sondern der griechische. Iosus. Ja? Weil J gab es damals noch nicht. Und das wurde geschrieben I-O-S, was weiß ich, Iesus. Kann man ja nachgucken. Steht in der in den E-Sort, kann man das alles nachschauen, wie die griechischen Worte original sind. Mhm. Dann sagen viele Leute von, ja, Jesus solltest du mit seinem hebräischen Namen nennen, Yeshua. Ja, warum? Das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben, nicht in Hebräisch, ne? Und warum ist das Neue Testament in Griechisch geschrieben? Fragst du mich? Ja, frage ich dich. Ich bin mir gerade nicht sicher und sonst sage ich auch nichts, wenn ich sicher bin. Weil Griechisch damals die Weltsprache war. Ja, gut, das wusste ich nicht. Die Weltsprache? Griechisch? Ja, Griechisch war die Sprache, die in der Welt gesprochen wurde. Latein kam erst im 3. Jahrhundert oder so nach Christus auf. Ja, ja, richtig. Aber wie lange war denn das? Die ganze Zeit davor Griechisch? Ja, du hattest ja das griechische Imperium auch noch, ne? Von 400 vor Christus bis zum Fall, weiß ich nicht, wann war das ungefähr? 160, 170 vor Christus, dass Rom Griechenland zum Sturz gebracht hat. 100 Jahre irgendwas nach Alexander dem Großen. Na gut, dann viele wussten ich nicht, ja. Damals war Griechisch die Weltsprache. Als Jesus ans Kreuz genagelt wurde, da stand auf dem Kreuz ein Brett genagelt mit seinem Namen. Da stand Jesus, König der Nazarener. Richtig, oder König der Juden. Da stand nicht in den Buchstaben I-N-R-I, da stand es in drei verschiedenen Sprachen. So steht es in der Bibel überliefert. Und zwar stand es da so auf Hebräisch, es stand da so auf Griechisch und es stand da so auf Lateinisch. Drei verschiedene Sprachen. Ja? Und Jesus, wie gesagt, die Bibel wurde im, das Neue Testament wurde in Griechisch geschrieben, das Alte Testament oder das Gesetz und die Propheten, wie ich es probiere meistens zu nennen, nur das Alte Testament ist noch so indoktriniert, ich verliere den Term nicht so leicht. Das wurde geschrieben in Aramäisch und Hebräisch, die Sprache eben des israelitischen Volkes damals. Und das Volk damals, das das Neue Testament in die Welt verbreiten sollte, die Sprache war Griechisch. Und deswegen ist das Neue Testament in Griechisch geschrieben. Ja. Und in Griechisch ist der Name von Jesus Jesus und nicht Yeshua. Yeshua. Also natürlich hat er einen hebräischen Namen. Er ist ja als Jude geboren, ja, muss er ja natürlich auch einen hebräischen Namen haben. Dann kann ich aber wählen, ja, spreche ich ihn mit dem hebräischen Namen an oder spreche ich ihn mit dem Namen an aus der Sprache der Zeit, der halt Jesus ist. Also ich führe diese Diskussion im Grunde überhaupt nicht und jedes Mal, wenn irgendjemand probiert, mit dieser Diskussion mit mir zu leiten, sage ich, Entschuldigung, habe ich kein Interesse dran. Stelle ich eine Gegenfrage, weißt du, wer der Antichrist ist? Gute Gegenfrage. Ja? Ja, und außerdem war das jetzt gerade schon für kein Interesse mehr als, ne, genug und hervorragend. Also von daher. Naja, ich habe natürlich probiert, ein bisschen zu erklären, auch warum ich da jetzt keine Diskussion von mache, weißt du?
Da gibt es auch gar nichts zu diskutieren drüber, das ist richtig. Vor allen Dingen, wie du es gerade gesagt hast, ich bin, und das war es dann eigentlich auch schon, alles andere kommt von uns. Also ist es im Prinzip für die meisten, die dann wirklich mitdenken, ihren Menschenverstand benutzen, sei er auch noch so klein, verständlich. Ich denke, an der Stelle kann man es dann auch haben. Ich hätte jetzt höchstens noch kurz zu fragen, ob es dann irgendwie, ne, es ist, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es egal ist, wie wir unseren Herrn nennen, dem Schöpfer. Elohim wäre richtig oder falsch, spielt dann dementsprechend auch keine Rolle, und das Wort Adonai ist dann auch Jacke wie Hose. Für wen auch immer. Möchtest du da ganz kurz noch was zu sagen, oder? Zeig mir, wo sich das Wort Adonai in der Bibel befindet. Na, eben nicht. Na, siehst du, also dann ist es schon mal keine Möglichkeit, das Wort zu gebrauchen. Das Wort Adonai, das ist das Wort, mit dem die Freimaurer dingen. Ihren Gott ansprechen oder den Gott der Bibel verteufeln mit. Ja? Das ist Adonai, vor allen Dingen gebraucht von Albert Pike. Ja? Und Jehova kriegt alleine schon dadurch einen schlechten Namen, dass es die Zeugen Jehovas gibt. Eine sogenannte protestantische Kirchenbewegung, die 100% von Freimaurern und daher von Jesuiten gegründet wurde. Deswegen tue ich mich mit dem Namen Jehova ein wenig schwer. Ich denke, ja, eben, wenn viele das noch nicht erfahren haben, dann haben sie es jetzt an der Stelle und können auch gerne weiterforschen. Und wie gesagt, ich gebrauche den Namen, ich bin, der ich bin. Und wie gesagt, in Matthäus 6 lehrt Jesus Christus uns zu beten zum Vater, und er sagt, wenn du dann betest, bete so, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Vater unser, der du bist im Himmel, ich bin, der ich bin. Mehr muss ich da nicht zu sagen. Nee, das ist an der Stelle abgeschlossen. Herzlichen Dank. Gerne. Damit wir auch jetzt nicht großartig über deine Stunde kommen. Wir haben noch eine halbe Stunde. Mann, nimm mir ruhig deine Zeit. Eine halbe? Ja, ja. Okay. Mach so viel, wie du willst. Die Aufnahme läuft gerade 36 Minuten. Also hast du noch über 20 Minuten, wenn du möchtest. Alles klar. Dann weiß ich auf jeden Fall, was ich jetzt noch mit reinnehme. Und ja, je nachdem. Ja. Fühl dich nicht unter Zeitdruck gesetzt, René. Ich habe nur gesagt, dass ich gegen 9:30 klar sein möchte, um mit Brett noch eine Stunde die Lesung zu machen aus dem neuen Buch von James Atkin Wiley, The Great Exodus. Und dann ist es sowieso schon spät genug, deswegen möchte ich gerne gegen 9:30 damit anfangen. Aber wenn wir bis gegen 9:30 sprechen, weil das so lange dauert, ist das kein Problem. Aber wir sollten eben auch berücksichtigen, dass Videos besser nicht länger als eine Stunde laufen, weil Leute sowieso sonst nicht die Aufmerksamkeit dafür haben. Ich meine es auch vor allen Dingen deswegen für mich, ich habe ja meine Punkte vor Augen, und bei einigen vermute ich, die könnten länger dauern, deswegen nehme ich dann eher noch etwas Kürzeres. Und naja, dann kann man sie aufteilen in Teil 1 und Teil 2, ne? Genau. Und wenn wir das hier als Video veröffentlichen, kann ja gerne an den Kommentarbereich eben gezeigt werden, inwieweit dann überhaupt noch Interesse für mehr ist, weil es ist auf jeden Fall noch eines im Petto. Und auch abhängig davon, inwieweit du und ich das machen möchten. Naja, dann frag mal. Ja, ich bin dafür bereit. Ich bin ja hier. Ich bin ja heute auch hier. Also von mir hängt das ja nicht ab. Ja. Ich mache die Fragen natürlich gerne mal ein bisschen lang, weil die einfachen Fragen, die ja, die gehen vielleicht so gar nicht. Denn so habe ich es mir ja aufgeschrieben. Ich habe es mal irgendwie als Frage gehört und mir selber darüber Gedanken gemacht. Satan und Lucifer, sind sie dasselbe, eben oder nicht? Ne, also sind Bezeichnungen bei Lucifer, der sogenannte Lichtbringer, ein gefallener Engel. Und eben genau dazu, das können wir dann danach machen. Ich will es nur schon mal angesprochen haben. Wenn ein gefallener Engel, also von Gott selbst auf in der Bibel als Gott dieser Welt bezeichnet wird, die ja von dem Gott geschaffen wurde, ja, und er ist dann eben wie der von Gott selbst Gott genannt wird. Das ist sozusagen die Frage, ne? Das wäre der zweite Teil. Das war jetzt ein bisschen kompliziert, aber du weißt vielleicht sogar schon, was ich meine, ne? Ich kann mir vorstellen, worauf du hinaus willst, ja. Genau. Also vielleicht machen wir erstmal den ersten Teil sozusagen, inwieweit jetzt Satan und Lucifer dasselbe sind, ob das überhaupt nötig ist, dazwischen zu unterscheiden. Ich würde auch im Stegreif sagen, eigentlich eher nicht, aber vielleicht hast du ja selber noch was dazu. Das ist eine sehr komplexe Frage, und es ist auch eine Frage, wovon ich dir ganz ehrlich sage, dass ich sie wahrscheinlich nie zu jedermanns Zufriedenheit vollständig beantworten werde können. Der Punkt ist folgender. Wenn wir uns das eben zeitablaufmäßig vorstellen wollen, dann war es so, dass Gott die Engel geschaffen hat, und der höchste der Engel, weil die Engel, die kennen eine bestimmte Hierarchie, es gab bestimmte Engel, die hatten bestimmte Aufgaben,
Und der höchste Engel, den es gab, der am dichtesten bei Gott stand, der am, ich sag mal, mit einem einfachen Wort, der am schlauesten war, der am schönsten war, der die ganze Musik und sowas unter sich hatte, der hieß Lucifer. Und dieser Engel hat seinen Job im Himmel ganz wunderbar gemacht. Bis zu dem Tage, als Ungehorsam in ihm gefunden wurde. Im Englischen sagt man Iniquity. Ich weiß nicht, wie die wörtliche Übersetzung des Wortes ist. Ich habe jetzt keine Lust, das nachzugucken. Also, until iniquity was found in him. Ja? Bis zu dem Augenblick, als halt dieser Ungehorsam in ihm gefunden wurde. Und wir lernen, dass er sich dann anmaßt, sich zu Gott zu erhöhen. Nicht über Gott erhöhen, weil er weiß ganz genau, Gott ist das Höchste und höher als das Höchste kann man nicht gehen. Das ist genau wie manche Leute, die meinen, dass sie so schlau sind von, ey, ich gebe immer 110%, du! Nee, Prozent heißt von 100 und von 100 kannst du keine 110 geben. Ja? Und Gott ist das Höchste und darüber geht nichts. Lucifer will sich nicht über Gott erhöhen, er will sich erhöhen auf die Höhe von Gott. Er will sein wie der Höchste. Das sagt er in Jesaja Kapitel 14. Jesaja Kapitel 14, Verse 12 bis 15, handeln von der Rebellion Luzifers im Himmel, wo er sagt, ich will mich erhöhen, ich will auch auf den Berg der Kongregation im Norden sein, ich will sein wie der Höchste und so weiter und so weiter. Und im Englischen ist das sehr schön gesagt, weil da kann man das Pentagramm von ableiten. Das Pentagramm ist der fünfzackige Stern, weil es gibt diese fünf rebellischen Aussagen, sage ich jetzt mal, von Lucifer. Und ich muss das dann mal eben auch in der Bibel lesen. Also ich muss das jetzt auch in Jesaja muss ich das mal eben lesen. Warte mal, wenn du das möchtest, dann können wir das ja auch hier machen. Dann können die Leute mitlesen auf der Bibel hier. Warte mal, es ja, gibt auch hier Index. Kann ich hier irgendwo zum Index gehen oder was? Warte mal, wenn ich hier gehe, dann sagt er doch hier Index, ne? So, Index. So, dann gehen wir mal eben auf Jesaja. Das ist ja hier. Jesaja Kapitel 14, Verse 12 bis 15. Das ist die Rebellion von Lucifer. Okay? Dann lesen wir hier. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? Und bevor ich jetzt weiterlese, nehme ich gerne eben die Schlachter dazu, die ich jetzt hier bei mir gedruckt habe. Ja? Ich nehme jetzt meine gedruckte Schlachter. Ich nehme jetzt nicht noch die Online-Schlachter. Könnte man? Ja, natürlich. Ich habe eine andere, habe ich gar nicht hier gedruckt. Ich habe die 51er, habe ich als Textdokument auf dem Computer, aber die gebrauche ich nicht mehr. Das war zu Anfang, als ich es noch nicht wusste. Aber ja, gut, lass uns mal ruhig hier in die Schlachter mit reingehen. Können die Leute auch mitlesen, dann kann man das vergleichen. Ja. Jesaja. Ja, dann schreibe ich. Da meine ich halt Jesaja. Meine Fresse. Gib mir einfach das Buch, Mensch. Nicht Treffer. So, danke. Kapitel 12 habe ich gesagt, ne? Ja, hast du? Ne, 14. Kapitel 14. Hä? Wieso finde ich das jetzt hier nicht? Jetzt blöd oder was? Irgendwas stimmt nicht. Ne? Isaiah ist Jesaja im Deutschen, ne? So. Ich glaube ja. Ja, ja. Jesaja, Jesaja 14. Also. Ja. Dann suchen wir es doch mal eben raus hier. Jesaja 14. Ja. Ja, also. So. Okay. Ja, ja, so heißt das hier. Also, machen wir eben bis 15. 12 bis 15. So, das ist die Stelle. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Daran siehst du schon, dass viele Bibeln halt in Deutschen korrupt sind, die hier sprechen von dem Morgenstern. Morgenstern wird lediglich Jesus Christus genannt in Kapitel 21 oder 22 in der Offenbarung. Und wenn ich hier in der Bibel im Alten Testament bei Jesaja, Luzifer, der hier angesprochen ist, mit dem Morgenstern gleichsetze, dann setze ich Luzifer mit Jesus gleich.
Ja? Das ist eben ganz gefährlich. Also, wie gesagt, im Englischen hatten wir gelesen, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Im Deutschen lesen wir, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Schau mal, in der deutschen Schlachterbibel weißt du nicht mal, wer das ist. Ja. Ja, in der König James wird gesagt, O Lucifer. Und im Deutschen, da wird nur gesagt, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Sein Name wird nicht genannt. Das lässt wieder mal eine Diskussion zu. Ja. Warum übersetzt die Schlachter es nicht so, wie es im Originaltext geschrieben steht? Wie steht es im Originaltext geschrieben? Na also, wenn wir uns jetzt schon damit beschäftigen, dann aber auch bitte richtig mal. Genau, habe ich auch gerade gedacht. So, also, dann nehmen wir das eSword dabei. eSword ist ein elektronisches Programm, das man finden kann und auf seinen Computer machen kann, um die Bibel besser zu verstehen. Das dauert eben, bis das geladen ist. Der Computer ist auch nicht ganz so schnell, wenn die Kamera und alles läuft und Skype und so weiter. Da sollten die Leute uns jetzt mal verzeihen. Also, Jesaja, ne? Isaiah, Kapitel 14, Verse 12 bis. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? Lucifer ist das Wort H. 1966. Hey, Lali. Ja? In the use of brightness. The Morning Star, Lucifer, ja? Heilel heißt das hier. Ja? Und dieses Wort wird hier gebraucht. Das heißt, die Deutschen übersetzen einfach das Wort Stern des Morgens oder Sohn des Morgens, ne? Wie heißt es hier? Sohn der Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Mhm. Und die König James übersetzt eben Lucifer H. 1966 aus dem Wort Heilel. Okay. Auf jeden Fall heißt es im Englischen, und das ist ja das Wichtige, was wir gerne studieren wollen, heißt es Lucifer. Und im Deutschen heißt es nicht Lucifer. How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Ja? Also der die Nationen schwächte. Ja, was tut denn der Teufel hier auf Erden? Er schwächt die Nationen, ne? Und jetzt kommt der interessante Punkt, jetzt musst du mal mitzählen. For thou hast set in thine heart, I, 1, ja? I will ascend into heaven, I, 2, will exalt my throne above the stars of God, I, 3, will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north, I, 4, will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High, wie ich gesagt habe, er will sich nicht über Gott erhöhen, er will sein wie Gott. Ja. Was hat die Schlange zu Eva gesagt in Genesis Kapitel 3? Ihr werdet sein wie die Götter. Ja? Ich will sein wie Gott. Götter und Vers oder Mehrzahl, ja? Ja, das ist, also ich meine, es ist, in der König James steht, you will be as gods, und es gibt Übersetzungen, die leider sagen, ihr werdet sein wie Gott, aber es müsste eigentlich sein, ihr werdet sein wie Götter. Obwohl es ja nur einen Gott gibt. Das ist auch wieder so eine Diskussion, die man beginnen kann. Wenn du in solche Dinge reingehst, dann weißt du gar nicht mehr, wo du anfängst und wo du aufhörst. Ne? Ist richtig, genau. Aber es sagt hier, also in der Schlachter steht drin, da sprach die Frau zur Schlange, nee, wir wollen wissen, was die Schlange sagt. Die Schlange sagt, sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Nee, das hat er auch nicht gesagt, von keinem Baum, ne? Von dem einen Baum, da ging es drum. Und als wir dann weiterlesen, dann steht da ganz deutlich drin, dass die Schlange zu der Frau sprach in Vers 4, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Ja? Also hier ist es wie Gott. In der König James, jetzt mal eben Genesis Kapitel 3 aufschlagen, ich lasse das online jetzt mal weg. Kapitel 3 aufschlagen, da steht hier, das war Vers 4. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Also im Englischen steht hier, die Mehrzahl, Götter, ja, ihr werdet sein wie Götter. Hier sehen wir es nochmal.
ye shall not surely die, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, yes, ye shall be as gods. Das Wort für Götter, das hier gebraucht ist, ist Elohim. Ja. Ist das jetzt Einzahl, ist das Mehrzahl? Hast du ja auch schon angeführt, das Wort Elohim. Ja? Elohim, ja. Ja? Wie es hier steht, ne? Ihr werdet genau sein wie Elohim. Ist das Einzahl, ist das Mehrzahl? Die Schlachter beginnt ja auch schon am Anfang. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Himmel und die Erde. Ja? Die ja. Schlachter gebraucht eine Mehrzahl, wo die Bibel normalerweise eine Einzahl gebraucht. Aber im Englischen ist das nicht definiert. Im Englischen steht, God created the heaven and the earth. Das ist ein undefinierter Artikel. Das kann sowohl Einzahl als Mehrzahl sein. Vom Artikel her. Ja. Vom Artikel her, nicht von der Menge der Welten her oder was. Ne? Er hat nur eine Welt geschaffen. Also, nein, der Punkt, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, weil deine Frage war ja über Lucifer. Lass uns da mal eben weitergehen, dass wir die Leute jetzt nicht ganz... Lucifer, genau. Ja. Also hier sprechen wir deutlich über Lucifer. Ja? Wie bist du vom Himmel gefallen, o Lucifer, du Sohn des Morgens? Wie bist du abgefallen und auf den Grund geschmettert, der du die Nationen geschwächt hast? Du hast in deinem Herzen gesagt, ich will aufsteigen in den Himmel. Ja? Du hast gerade mitgezählt. Ne? Wir hatten fünfmal I, fünfmal ich gezählt. Ne? Das Pentagramm, dieser satanische Stern, hat fünf Zacken. Und entweder weisen die Zacken nach unten, das heißt, du hast den einen Zacken nach unten, oder du hast den einen Zacken nach oben. Und die anderen zwei hast du jeweils an der Seite. Ne? Also der hat zwei rechts, zwei links und einen entweder nach oben oder einen entweder nach unten. Fünfzackig. Ja? Kenn ich meistens, genau, ja. Ja, okay, das kennt ja jeder. Wo kommen diese fünf Zacken her? Aber das sind die fünf rebellischen Schritte, die Lucifer im Himmel gegen Gott gemacht hat. Du hast in deinem Herzen gesagt, ich will aufsteigen in den Himmel. Ich will meinen Thron über die Sterne von Gott stellen. Ich will auch sitzen in dem Berg der Kongregation an der Seite des Nordens. Ich übersetze das mal eben, so wie ich das hier lese. Ne? Ja, recht also. Ich werde aufsteigen in die Höhen der Wolken. Ich werde sein wie der Höchste. Und dann der letzte Satz. Trotzdem oder aber doch wirst du runtergebracht werden in die Hölle zu den Seiten des Lochs. Ja, also du wirst in die Hölle geworfen werden. Das heißt also, er wird sein Ziel erreichen, aber trotzdem, ne, yet, ne, ganz wichtiges Wort. Das heißt, du kannst das alles haben, aber das wird doch mit dir passieren. Du kannst all das haben, aber doch wird das mit dir passieren, am Ende. Ja? Doch wirst du heruntergeworfen werden in die Hölle. Im Deutschen liest sich das halt, und da hat man die fünf Ichs nicht. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Vers 15. Ja, doch, trotzdem. Das sind ja Alternativen, die man für doch gebrauchen kann, zum Verständnis. Viele Leute fragen ja, wie weit wird Gott es kommen lassen mit der neuen Weltordnung? Aber es steht hier geschrieben, Vers 15, doch. Lucifer bekommt seinen Willen, aber er wird in die tiefste Grube gestürzt werden. Und das lesen wir ja auch in Offenbarung später. Ja? Also, das ist Lucifer. Jetzt ist deine Frage, ja, was ist dann Satan? Ja, wir lesen darüber in Offenbarung, und zwar Kapitel 12, Vers 9, wenn ich mich nicht irre. Machen wir mal eben Offenbarung auf. Wäre schon gut, wenn du alle... Du nimmst Offenbarung, Kapitel 12. Satan wird auf die Erde hinabgeworfen und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drachen und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Mit anderen Worten, sind Satan und Lucifer ein und dieselbe Person? Ja, aber Lucifer war sein Name
als er im Himmel war, als er ein rechtschaffener Engel war und als er rebelliert hat und aus dem Himmel verwiesen wurde, wurde sein Name geändert in Satan. Und als Satan wurde ihm dann auch die Macht über die Erde gegeben. Menschen denken ja, sie haben einen freien Willen und sie haben die Möglichkeit, den Teufel zu wählen oder Gott zu wählen. Nein, es gibt keinen freien Willen, alles ist vorbestimmt. Und die Bibel schreibt das an verschiedenen Stellen auch ganz deutlich, man muss es nur lesen wollen. Gott kennt die Seinen und er spricht die Seinen an und von den Seinen geht auch keiner verloren. Aber es sind eben viele nicht die Seinen und es sind also daher auch viele, die verloren gehen. Und Satan bekommt die Macht hier über die Erde. Wir müssen uns doch entscheiden, René. Wollen wir ein weltliches Leben leben oder wollen wir ein geistliches Leben leben? Wenn wir uns hier im Fleisch auf dieser Erde dazu entscheiden, ein weltliches Leben zu leben, dann werden wir uns auf die Art und Weise mit der Welt verbinden, dass die Welt uns Gutes tut für die Dinge, die wir ihr tun. Und wenn wir uns von der Welt entfernen, wenn wir uns von der Welt absagen, dann wird die Welt uns nicht so viel Gutes tun. Dann werden wir eher ausgelacht, verfolgt, verspottet, wie auch immer. Aber wir werden uns dann eher dem geistlichen Leben zuwenden. Und das ist die Frage, was wollen wir tun? Und dieses ganze Leben, das wir hier auf der Erde zubringen, ist nur ein Test. Wir werden getestet. Und wie wir uns entscheiden, dessen Konsequenzen haben wir zu tragen. Und wenn wir uns für das geistliche Leben entscheiden, wenn wir uns für Jesus Christus entscheiden und wenn wir sagen, von wir nehmen dein Kreuz mit auf, wir folgen dir, mein Herr, wo immer du hingehst, du bist der wahre Schäfer und deine Stimme kennen wir und dir folgen wir, dann werden wir unseren Lohn dafür empfangen, aber wir werden ihn nicht in diesem materiellen Leben hier auf dieser Erde empfangen, sondern wir werden vertröstet und vor allen Dingen, wir haben den Glauben. Ja? Wir haben die Sicherheit des Glaubens. Glaube ist die Sicherheit der Dinge, die man nicht sehen kann. So sagt die Bibel das an einer bestimmten Stelle. Ja? Faith is the... wie heißt das jetzt im Englischen? ja, ich weiß nicht. The providence of things... The proof of things not seen. Irgendwas in der Richtung. Also mit anderen Worten, Glauben ist der Beweis für die Dinge, die man eben nicht sehen kann. Das ist Glaube. Ja? Ich kann die Dinge nicht sehen, ich kann sie nicht fassen, ich kann sie nicht riechen, ich kann sie nicht schmecken, aber ich weiß, dass sie da sind. Das ist Glaube. Ja? Und ich kann mich halt hier auf dieser Erde, kann ich mich dem geistlichen Leben widmen oder ich kann mich dem weltlichen Leben widmen mit den Konsequenzen. Wenn ich mich dem weltlichen Leben widme, dann habe ich hier ein paar Jahre schönes Leben und dann ist es vorbei. Dann werde ich ausgelöscht werden. Und wenn ich hier mich bereits auf die Hoffnung eines besseren Lebens verlasse und dieses bessere Leben dann auch leben möchte, dann bekomme ich von Jesus das ewige Leben geschenkt. Und dann werde ich mit den wilden Tieren spielen können im Paradies. Ja? Dann werde ich in einer Welt leben, in der es keinen Schatten gibt, in dem es nur Licht gibt, in dem es nur Liebe gibt, in dem es nur Vertrauen gibt. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Wenn man in dieser schlechten Welt lebt. Das ist es eben. Und wie schön denke, das sein muss. Das ist eben der Punkt, auch wo, wenn ich mal übernehmen darf an der Stelle, wo viele wirklich eben aussteigen. Eines der in Anführungszeichen schlimmsten Dinge, die akzeptiert werden müssen. Und ich bin froh. Also erstens diese Zusammenfassung von dir und zweitens sieht es eben als wunderbares Schlusswort und vor allen Dingen auch deine Worte jetzt zu dem Test hier. Ich habe mit meinen 4 Dekaden hier auch jetzt letztendlich nichts anderes sagen können. Und das, was ich ja durchgemacht habe, steht bestimmt in nichts nach, was andere auch durchmachen können. Ich hoffe, dass da jeder irgendwie aus seinem Bereich irgendwie hinkommt. Hinkommen kann, tut er es auf jeden Fall. Und wie soll ich das nochmal sagen? Ich würde es dann eben auch als letzten Punkt jetzt so gelten, dass wir nicht mehr durchgegangen sind. Das waren jetzt 4 Bereiche von, ich sage jetzt mal ganz grob, 16, die ich da so bis jetzt gesammelt habe. Und ich fand das bisher eine wirklich richtig runde Sache. Und wenn denn alle möchten, dann könnte man das auf jeden Fall weitermachen. Ich denke, man könnte eine ganze Sendung machen, da könnte es ziemlich kritisch werden. Das würde ich aber nicht als zweites nehmen. Da hätte ich dann schon eher etwas, was wo es dann entsprechend vielleicht auch ein bisschen ernster wird. Das war jetzt ein ziemlich lockerer Einstieg, finde ich. Und sehr, sehr rund. Also ich danke dir auf jeden Fall
für alle deine Worte und Tätigkeiten jetzt hier im Hintergrund, um diese Anführungszeichen Fragen so mal durchzugehen, ja? Ja. Du hast jetzt noch was rausgesucht. Ich habe jetzt noch was rausgesucht, ja. Ich habe da mal was vorbereitet. Hebräer 11, Kapitel 1. 11, 1 oder 11, 4, was ist das jetzt? 11, 1. Also, wieso sehe ich denn hier 4? 11 muss ich haben. Hebräer 11. Wir hatten ja gerade diesen Spruch von Was ist denn Glaube? Ja, gut, dass du den nochmal gesucht hast, ja. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. In der König James liest sich das. Hier haben wir immer auf Hebräer. Warte mal, wenn wir erstmal hier ins Neue Testament gehen. Hebräer 11. Now faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Also ich habe es fast richtig zitiert. Okay? Und Glaube kommt durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die Bibel. Und wenn man die Bibel nicht hat, hat man den Glauben nicht. Und wenn man den Glauben nicht hat, dann hat man auch keine Hoffnung. Und das ist vielleicht eine Art und Weise, mit der wir dieses Gespräch beenden können. Aber mach gerne noch deine Schlussworte, wenn du noch welche hast. Das waren im Prinzip die. Ich bin dankbar und ich hoffe, dass es nicht nur bei dieser Einsendung bleibt und ja, nicht nur bei mir und dir auf Zustimmung trifft. Aber mir hat es auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht und ich möchte mehr. Ja, gut. Herzlichen Dank. Ja, ich fand es auch ganz interessant. Ist ja mal schön, sich so mit solchen Dingen zusammenzusetzen und mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Und dann mache ich eben das Schlusswort, wie du das Anfangswort gehabt hast, so werde ich das Schlusswort setzen und das setze ich wie immer auf die immer bekannten Worte von mir, denke ich, die langsam mein Leitspruch werden. Lest eure Bibel. Maranatha. Die 10 Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter hab neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden.